Auf dem dritten Tag ist allen Wein, als Viech im Sommer auf die Alp gekommen ist. 1971 ist der Strauß erst kollidiert geworden. Da. Früher waren die Leute mal Ochsen gebraucht, in die Rinde zu arbeiten. Als es noch geändert hat, als die Strauß gekommen ist und die Maschinen gekommen sind, waren die Leute, die Ochsen alle weg. Mehr Vertrauen in die Saltner in der Viecher. Die Verantwortung für ihn ist groß, was hier ziemlich viel Viecher schauen müssen. Wenn man Angst hat für die Viecher, dann ist man hier im Falschen. Wir haben hier 1200 Hektar und zwischen 900 und 950 Stück Viecher. Da hat eine Kehle in Druck gestellt, Mastviecher, Jungviecher und ein paar Ochsen sind auch dabei. Die Milchkühe sind nicht da, weil gemolken wird daheim, bei den Bauern daheim. Du musst schon jede Kuh auseinander scheiden können. Du kannst nicht sagen, sie sind alle gleich, weil du musst jede Kuh separat kennen. Im ersten Tag weißt du das vielleicht nicht alle am Markt. Aber du musst auch gleich schauen, ob es gesund ist, dann schaut die Viecher alle besser an. Dann geht das jede Kuh ganz anders wieder in den Kopf hinein. Da muss schon wie aufgerichtet sein. Ein Loch kommt allerhand unter. Du musst allem rechnen, als nächstes Moment kann sie sich umdrehen und gegen dir gehen. Wenn du das nicht wahrschaffst oder nicht verschmelzt, danach drehen sie dich in 2 Sekunden um und du legst dich vor. Das musst du ein Viech umkennen. Der Bahn hat Ego und wir haben halt wahrscheinlich Ego. Ich kann nicht alle Tage sagen, dann ist alles gesehen, das ist völlig nicht möglich. Aber in 2-3 Tagen, ich falle dann ja hin, du halt, der hat 7 Kühe da, wie sie leistet. Ich persönlich tue mit dem Verbiss keine leichter wie mit den Leuten. Ansam ist einfach nicht mehr. Es ist halt den ganzen Tag wie etwas zu tun. Wenn es leicht Regen oder leicht Nebel wird, dann machst du deine runden Gärten, weil das kann viel passieren. Normal ist ein 3-4 Stück Viech aus dem Hin sein, alle Jahre. Aber durch den Blitz, sage ich, ist vielleicht 1-2. Ich kann mich noch genau erinnern, ich bin suchen gegangen, da ist das Wetter überraschend schnell gekommen. Wir sind in den Wald draußen gewesen, wo sicher die Blitz links und rechts von uns sein. Egal, wenn es wirklich richtig kracht, dann fange ich am liebsten auf einmal zu beten. Ja. Fangen in Langes, in der Prosalmrit um, so Ende Mai ungefähr. Und danach fahren wir so stufenweise weiter. Wir müssen uns ein bisschen hinterhalten, von der Fläche her, und dass wir nur zu einer gewissen Zeit hier unten sind. Wir fangen jetzt mit Dog an. Da wird das Viech schon sowieso abgenickt zusammen. Dann braucht man ein paar Viech, das Viech nehmen und weiterfahren. Das hat dort mit dem Auto weiterfahren. Da hast du hergehen und das Viech weitertreiben. Ich finde, die Kuh ist das gleiche Urlaub wie von einem Mensch, der heute noch hat. Nur lang geht, weil der eine geht auf Meer rein, also genießt unten und die Kuh ist halt oben genießt. So. Wir schicken ein Jungviech im Frühjahr auf der Albalm, weil sie viel gesünder sein, wenn sie auf der Alm im ganzen Sommer aufwachsen, gute Gräser kriegen und guten Muskel aufbauen. Sie sind viel gelassener und ruhiger. Der Alm auf der Alm. Das Viech geht deswegen auf der Alm einmal, dass doch weniger Arbeit ist daheim, nicht? Und dass du das Futter sparen kannst und dass die Almen bewirtschaftet werden. Weil es ist ja wie Natur- und Landschaftsschutz. Nicht? Hauptsache ist, dass die Kuh ein paar Jahre länger lebt. Weil wenn du heute die Kuh 8 Jahre halten kannst oder 5 Jahre halten kannst, ist das halt der Unterschied.
Es wird nicht sein, dass die Kuh Pi mehr Milch gibt, weil es im Sommer da ist. Aber die Kuh ist selber gerastet und die ist viel gesünder.